So, servus, wir sind in den Berg bei Sunlight und schauen uns heute die Produktion an und das Labor mit den saftigen Pflanzen. Sie haben aktuell einen Versuch mit Canna am Laufen und schon die ersten Ergebnisse für euch. Gemma! Das ist die Produktionshalle. Hier wird fleißig geschraubt und gewerkt. Wir treffen jetzt den Gründer und Geschäftsführer Martin. Hier wird ja alles produziert in Österreich. Wie viele Lampen verlassen das Werk pro Tag? Circa 400 Stück am Tag. Ihr habt aber nicht nur die Produktion hier, sondern auch oben ein Labor mit echten Pflanzen, behördlich genehmigt. Warum? Für uns als Hersteller ist es wichtig, im Prinzip am Kunde eine geprüfte Qualität zu verkaufen, Innovation ins Produkt reinzubringen. Das bedingt eigene Forschung und auch How-to-Use-Rezepte dem Kunden an die Hand geben zu können. Die Versuche finden ja mit Canna statt. Warum Canna? Geprüfte, konstante, gute Qualität. Mit bestem Support. Wir haben immer wieder sehr komplexe Fragestellungen, weil wir ja die Produkte der Zukunft in dem Labor entwickeln sozusagen. Und da braucht man kompetenter Partner, der uns hilft, diese Fragestellungen zu beantworten. Ich denke auch, dass die Werte unserer Unternehmen perfekt zusammenpassen. Wir verkaufen nicht nur Produkte, sondern auch das Grow-How, geben Seminare zusammen, sind auch Marktführer. Aber jetzt würde ich gerne den Raum der Räume sehen. Ja, schauen wir uns an. Hier sind wir bei uns im Pflanzenlabor. Aktuell züchten wir 6 unterschiedliche Strains, welche vom Samen bis zur Ernte gegrowt werden. Dabei sehen wir uns einfach die Nährstoffaufnahme an, die Gießmenge und so weiter. Ziel ist es, dem Kunden ein Rezept an die Hand zu geben, wie er Canna in Kombination mit Sunlight einsetzt, um ein perfektes Ergebnis zu ernten. Wir stehen ja da vor der Blueberry Muffin in der 6. Blütewoche. Ich sehe, ihr verwendet unsere Terra Professional Plus. Hast du da schon erste Ergebnisse? Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit der Canna Terra Professional Plus gesammelt. Vor allem, wenn ich in Kombination mit Tripsystemen arbeite und bei sehr hohen Lichtintensitäten, muss ich ja entsprechend auch hohe EC-Werte fahren. Und da eignet sich diese Erde perfekt. Was macht die Erde da so besonders? Aus unserer Sicht trocknet die Erde schneller auf wie was anderes. Wenn ich zu viel Pebbles oder sowas drin habe, dann bleibt die zu lange feucht und ich kann eigentlich gar nicht nachfeeden, weil die Erde noch nass ist. Aber die Pflanze, die möchte eigentlich schon neue Nährstoffe haben. Und darum eben das hier, das eignet sich perfekt. Ich gieße, die Pflanze nimmt sehr schnell auf, das Substrat trocknen wir auch wieder halbwegs schnell ab, dass ich gleich wieder nachgießen kann und neue Nährstoffe zuführen. Ihr growt sie hier auf unserer Erde. Ihr nehmt auch unsere Produkte der Terra-Linie plus alle Zusätze, Rhizotonic, Canazym, Boost. Mit welchen EC fahrt ihr da rein? Aktuell jetzt in der 6. Blütewoche mit EC 1,8. Also wir verwenden das starke Schema von Canna, weil wir auch sehr hohe Lichtintensitäten verwenden. Die Lampen sind die Evo 5. Evo 520 und aktuell knallen wir mit ca. 1100 Mikromol auf diese hübschen Pflänzchen rein. Was sind die Klimabedingungen? In der vegetativen Phase starten wir bei 24 Grad und erhöhen den eigentlich kontinuierlich. Beim Switch in die Blütephase sind wir bei 26 Grad und hinten raus den 27 bis 28 Grad Celsius. Mit welchem Temperaturunterschied arbeitet ihr Tag und Nacht? Mit 4 Grad. Also zum Beispiel wie jetzt hier 27 Grad unter Tag und dann 23 Grad in der Nachtphase. Warum genau die 4 Grad? Um eine recht schnelle Blüteninduktion zu gewährleisten. Desto kleiner dieser Unterschied, desto langsamer geht die Pflanze in die Blüte, desto größer der Unterschied, desto schneller geht sie in die Blüte. Ihr habt dann aber auch mehr Risiko für Schimmel und so weiter. Also ist quasi 4 Grad der Safe-Bereich? Ja, würde ich sagen, das ist der Safe-Bereich. Ihr seid ja da schon im Endspurt, nur mehr wenige Wochen, dann erntet ihr den Erfolg. Was passiert jetzt wirklich mit dem finalen Produkt? Wir sind ja in Österreich. Ja, also Pflanzen werden geerntet, getrocknet, getrimmt. Dann kommen Proben ins Labor für Cannabinoid- und Terpenanalysen und den Rest verfüttern wir an die Montafoner Milchkühe. Das gibt einen hervorragend guten Käse. Spaß beiseite. Der Rest wird im Prinzip, also die getrockneten, getriebenen Blüten werden im Vakuumbeutel verpackt und bei uns im Tresor zwischengelagert, bis es dann im Prinzip die Behörde mal holen kommt. Suchen Sie noch Leute? Glaube nicht. Ihr habt es bis zu Teil 3 geschafft. Jetzt geht es um die Düngermische.
Da ist der Benjamin, der Fachmann. Der hat die Tipps für euch. Hallo, ich darf euch kurz erklären, wie wir Kanner hier im Labor verwenden. Wir gehen hier in den Versuchen genauso mit den Kanner-Düngeschemas in der Mischstation unten um und würde das euch eigentlich gerne ans Herz legen. Verwendet den Online-Kalkulator auf kanner.at und gebt hier eure spezifische Wasserhärte ein, schaut die bei eurem Anbieter nach und verwendet als Standard, wenn ihr eine Genetik noch nicht kennt, immer das normale Düngeschema. Wenn es die spezifische Genetik braucht, dann auf die höhere oder auch niedrigere Stufe der Düngung stellen. Damit haben wir super Erfahrungen gemacht. Ansonsten nicht abweichen. Auf der linken Seite der Tabelle sind die einzelnen Phasen der Pflanzen gut beschrieben, was die gerade tun und wie die aussehen sollen. Und wenn ihr da im Zweifel seid, wo steht meine Pflanze gerade, dann schaut nicht so sehr auf den Zeitverlauf, sondern auf die Beschreibung, was sie gerade macht. Und im Zweifelsfall bleibt auf der Düngelinie, bei dem jetzt gerade die Beschreibung zu der Pflanze passt, nicht der Zeitverlauf. Dann kann nichts schiefgehen. Das waren jetzt ganz schön viele Infos für euch. Ich fasse noch einmal zusammen. Nehmt euch den Nährstoffrechner auf kanner.at zu Herzen. Schaut auch auf die Sunlight-Website, denn Benjamin führt dort einen Blog, wo er akribisch alles niederschreibt, was er hier testet und welche Ergebnisse er hat. Let it grow.